Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Talos-Prinzip, ihr kleinen, lieben und guten Rätselfreunde. Ich würde sagen, wir machen hier weiter. Wie gesagt, ich war jetzt eine lange Zeit nicht da, aber ich weiß, dass wir hier in dieser Sternen... Nee, Quatsch. Was für eine Welt ist das hier? Das ist so eine Sidewelt, keine Ahnung. Waren und hier ein paar Probleme mit den Puzzlen hatten. Weshalb ich mir... Also die waren jetzt auch wirklich... Also, ne? Ehe jetzt mir hier 100 Jahre zuguckt, wie ich die löse, habe ich halt jetzt geguckt, wie das geht. Und dann machen wir das jetzt einfach. So, gucken wir mal. Also, ich habe mir das hier aufgeschrieben, wie das ungefähr geht. So... Dann, so, der lange kommt dahin, dann kommt da ein langer hin, und der, nee, der nicht, der kommt dahin, und der kommt, glaube ich, dahin, und der dort, und dann kommt das, das, und das, perfekt, so, da hätten wir nämlich das Problem auch schon mal gelöst. Den stellen wir schon mal nach da vorne. Irgendwo war das doch, oder? Da. Hatten wir nicht schon einen connected? Wo ist denn der andere Connector? Steht der wieder auf seinem Platz, oder wie? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Warte mal, wir connecten auf jeden Fall jetzt mal hier den. So. Aber wo ist jetzt der... auf jeden Fall ist hier das andere Schwierige. Machen wir das noch gerade. Hab ich das aufgeschrieben? Ist das das? Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir ausprobieren. Nee. So nicht. Warte mal. Was haben wir denn hier? Ist das das? Nicht sicher. Das. Das. Ja, das ist das doch gar nicht. Stopp. Zurück. Ist es das wahrscheinlich? So. Die kommen alle in die Ecke. Nee. So. Ich glaube, das kommt hier oben rein. Dann haben wir hier unten ein Z. Dann haben wir hier noch ein Z. Nee, das kann nicht sein. That is not possible. Warte mal. Da vielleicht das L. So. Jawohl, so sieht's gut aus. Perfekt. So, damit haben wir die zweite Quelle. Jetzt müssen wir nur gucken, wo der andere Connector geblieben ist. Ist er noch hier? Ja, da steht er. Perfekt. Und dann können wir hinein. In dieser wunderschönen Schlucht. So. Dann connecten wir die mal. Und zack! Da ist das Tor offen. Ach nein, da ist noch eins. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Verdammt! Oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt so hin. Ist hier noch irgendwas? Hier ist wieder so ein... Kann man da eigentlich irgendwas mitmachen? Nee, ne? Da geht der später irgendwie hin, ne? Ja, Mist. Gut, haben wir hier. Ich werde den Kindern Elohims Weisheit und Wohlsein bringen, Alter. Nur durch Gnade können wir ewigen Frieden finden. Ich werde die Botschaft Elohims in allen Welten seines Gartens verkünden. Na gut, dann testen wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Also wie gesagt, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Und das ist doch ziemlich groß. Scheiße. Das ist ehrlich gesagt scheiße. Alter, da weiß man ja nicht mal, wo man anfangen soll. Ach, fuck, ey. Ach Gott, nee. Das wird jetzt wieder was. Ach, Leute. Ach Gott, nee. Ja, das kann... Doch, warte mal, den haben wir noch. Aber das kann schon alles wieder nicht mehr funktionieren, oder? Doch, geht noch. Nee, jetzt kann es nicht mehr funktionieren. Scheiße! Oh Mann, ey, wie soll das denn gehen? Ach,
Da habe ich jetzt echt gar keine Lust drauf. Nee, das kann auch schon wieder nicht mehr sein. Warte mal, wenn wir hier... Nee. Alter. Nee. Ach Gott. Kann das da hin? Nee, jetzt... Doch, warte mal, hier, das haben wir noch. Oh, wir haben es ja fast. Scheiße. Irgendwas ist falsch. Nicht sicher. Ach Mann, ey, da hast du aber auch keinen Bock mehr drauf. Den ganzen Schmodder hier. Okay. So, das sind zweimal dieselben. Gehen wir rein. Nee. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah! Alter, was war das denn für ein Lack? Okay. Da ist er. Das ist gruselig. Da kann mir, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Barachiel. Messe, Jung. Willkommen, Kind. Ich bin einer derjenigen, die sich entschlossen haben, als Boten der verborgenen Worte zurückzubleiben. Wenn du uns brauchst, dann finde uns und bitte um Hilfe. Und wir werden tun, so viel wir können. Barachiel, XV16-3-2789F. Okay. Na, damit hätten wir ein weiteres Geheimnis gelöst. Ich würde jetzt sagen, hier in der Welt dürfte nichts mehr sein. Deswegen gehen wir hier mal wieder raus. Und schauen mal, was draußen auf uns erwartet. Da-da-di-da-da. Wieder was gelöst. Perfekt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das Rätsel gelöst habe. Dein Glaube hat dir den Weg gewiesen, mein Kind. Du hast jede Prüfung in diesem Reich bestanden und alle Siegel gefunden. Ja, das weiß ich doch schon. Es stimmt, ich wollte jetzt mal in die... Ich muss die Axt nochmal holen, weil in der... Ich glaube in der letzten Welt... Ja, scheiße, habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. In irgendeiner Welt hier ist noch irgendwas zum Zerhacken. Das schauen wir uns natürlich direkt an. Da hatte mich die gute Gerda drauf gebracht. Und das machen wir natürlich. Denn was wir sehen, wird mitgenommen. Oder was ihr seht. Vor allen Dingen, was ich übersehe oder nicht mehr dran denke. So, warte mal, wo war jetzt die Axt in der C-Welt, ne? Das nervt mich natürlich, dass man die immer wiederholen muss. Aber kann man jetzt auch nicht ändern. Und abwärts. So, ja, 45 Teile, 5 Sterne. Ja gut, wir haben schon einige eingelöst. Also wir sind eigentlich ganz gut. Wir haben soweit, glaube ich, alle Teile wirklich auch geholt. Klar, die ganzen Geheimnisse und Sterne, das ist natürlich schwierig, ja, da den Überblick zu behalten. Ich wette, es gibt auch noch etliche Easter Eggs. Eins hatten wir ja gesehen. Da bin ich da ja irgendwie in so eine, durch eine Wand gegangen, per Zufall. Und da war ja irgendwie so ein komischer Heini mit Geld. Das war ja das Easter Egg, was wir gesehen haben. Ich wette, es gibt noch 1000 andere. Aber das werdet ihr bei mir wahrscheinlich nicht sehen, weil ich da zu blöd für bin. So, ich hoffe, das ist jetzt in der letzten Welt von der Wüstenwelt. Sonst bin ich aufgeschmissen. Dann müssen wir nämlich erstmal suchen. Aber gut. Wir sollten es schon irgendwie finden. So, die Axt haben wir. Wir sind bewaffnet. Und jetzt komm her, Elohim. Elohims Geheimnisse.
Wir werden die lösen. Ah! Oh, ich dachte schon, ich hätte sie jetzt irgendwie weggeworfen. Schock! So, dann nochmal runter in die Wüstenwelt. Ich frag mich ja, wie das Licht. Da ist doch jetzt Licht, was von oben runterfällt. Wieso kommt das denn her? Das ist doch vollkommen sinnlos. Das muss also ein Fake sein. So, warte mal. 5, 6, 7. Also gucken wir mal hier. Ich meine, es wäre in dieser Welt gewesen. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Die Axt ist weg. Man kommt nicht mit der Axt hier rein, Leute. Was macht man da? Ist das denn hier gewesen? Ich gucke mich hier nochmal gerade um. Hier war wohl irgendwo ein Bretterverschlag. Aber wenn man mit der Axt hier nicht reinkommt, was soll man da machen? Oh Mann. Da müsste es hier entweder in der Welt noch eine Axt geben. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Scheiße, wo war denn das auch, weißt du? Meine, hier in der Welt gibt's eine Axt? Kannst mir ja irgendwie nicht vorstellen. Hier ist auf jeden Fall ein Computer, den hatten wir bestimmt gelesen, deswegen piept er auch nicht. Ah, wo war denn das hier? Ich weiß ja nicht, wie weit ich laufen kann. Ja, jetzt fängt es schon an. Also viel weiter darf ich überhaupt nicht laufen. Aber eine Axt gibt es jetzt, so wie ich das sehe, nicht. Ist das da hinten? Das ist natürlich bitter, dass man mit der Axt hier nicht reinkommt. Oder ist es überhaupt hier in der Welt? Ich weiß es nicht. Kommt man bis da hinten hin? Wahrscheinlich nicht. Doch. Oh. Oh. Okay, wir brauchen was, um das da drauf zu legen. Und dann ist da ein Stern oder was da oben? Ich sehe da jetzt nichts. Ja, halt die Klappe. Da ist vielleicht ein Stern. Was sagt die hier? Noch eine riesige Pyramide, welche verrückten Ehrgeiz ihrer Bauer bemessen haben müssen. Nur ein großer Haufen Steine. Ja, das kommt dem doch sehr nahe. Also hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Ich denke, da oben ist ein Stern. Dafür brauchen wir aber irgendwas, um das da drauf zu legen. Tja, da wäre die Axt ja jetzt perfekt gewesen. Hm, den Bretterverschlag habe ich jetzt noch nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der war. Ob der überhaupt in der Welt hier war. Was ist das? Steht noch irgendwas? Kein Ausweg! Kein Ausweg! Kein Ausweg! Ja. Ja, hör auf. Tja, ich muss nochmal nachgucken, in welcher Welt das jetzt war, der Bretterverschlag. Aber bringt das sowieso nichts, wenn wir... Hier sind irgendwelche Tiere krepiert. Wenn wir sowieso nicht mit der Axt da rein können, das ist natürlich dann scheiße. Aber wie? Ich müsste hier aus irgendeiner Welt einen Block kriegen. Hat mir das nicht schon mal irgendwie probiert? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Dass wir hier einen Block rauskriegen? Da, aus der hatten wir doch mal probiert, einen Block rauszukriegen, oder nicht? Ich wusste doch, dass hier irgendwas war. Ich meine, hier hätte ich mal versucht... Ja, hier habe ich mal versucht, einen Block rauszubekommen. Was aber nicht ging. Ich guck noch mal gerade. Vielleicht kann ich das eine Ding da noch irgendwie rausbringen. Die ganzen Blöcke. Hier gab es doch mehrere. Connector. Da ist noch ein Block. Ja, liebe Leute. Da ist der Timer schon wieder abgelaufen. Ich
guck noch gerade, ob ich das irgendwie hinkriege. Waren es doch nur zwei Blöcke hier? Nee. Da hinten ist noch einer. Kam ich da nochmal hin? Da drüber, ne? Ah! Komm! Ach, fuck! Wie kam ich da denn jetzt nochmal hin? Muss ich auch den Jammer mitnehmen, wa? Ah! Immer schön vorsichtig sein. Es ging nicht, ne? Es ging nicht. Meine ich mich erinnern zu können. Wir haben das doch alles schon versucht. Hallo? Nee. Not possible. Der Scheiß ist nicht möglich. Ich krieg's da nicht rübergelegt. Na gut, dann müssen wir mal weiter gucken, irgendwie in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Dann gehen wir wahrscheinlich wieder zum Turm. Weil das hier kriege ich jetzt so nicht gelöst. Ich weiß nicht wie. Und ich guck nochmal, in welcher Welt der Bretterverschlag war, was uns aber nicht bringen wird, weil wir ja, wie gesagt, gar nicht reinkommen mit der Axt. Also, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Talos-Prinzip. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao, euer Brilli.